Gut, wir kommen zur Variation. Erste Aufgabe. Wir stellen uns mal Folgendes vor. Wir haben ein Ziffernschloss, so wie ich auf meinem ollen Koffer hier habe. Und dieses Ziffernschloss hat drei Ziffern. Die kann ich einstellen. Und zwar, die kann ich einstellen. 000, so wird er meistens ausgeliefert. Dann ginge 001, 002, es ginge auch 319 oder weiß der Kuckuck, sowas kann alles kommen. Eine Frage, wie viele, also alles solche Varianten, und das geht, ich zeige es mal gleich, bis 999, wie viele Varianten kann ich wohl an Zahlen bilden? Hier entsteht eine Zahl, 000 ist 0, 001 ist 1, 999. Eigentlich müsste es jedem klar sein. Wie viel? Ja, also 999 Zahlen kann ich bilden, denkt man, und man hat meistens die Anfangszahl 000 vergessen. Denn wir fangen normalerweise mit 1 an zu zählen und dann sagen wir 1 bis 1000. Also das wäre 10 hoch 3. Zweites Beispiel. Ich will... Nee, ich mach's mal noch ein bisschen mehr. Was ist, wenn ich 4 Stellen habe? Höchstwahrscheinlich 4 Stellen. Und zwar, alle gehen von 0 bis 9. Dann wäre die letzte 999 9. Na genau, 10.000. Ne? Also hier in diesem Fall 10.000 hat 4 Nullen, also 10 hoch 4. Andere Frage. Ich habe jetzt mal ein Ziffernschloss, das hat Buchstaben. Und zwar Buchstabenschloss. Ganz schöne Rädchen und da geht es von A bis Z, aber große Buchstaben nur, sonst wird es ein bisschen verrückt. Also hier käme man ein B, hier könnte ich auch ein B einstellen, B, und die gehen, B meine ich, die gehen alle richtig durchgängig bis Z. Jetzt müsste eigentlich klar sein, wie viele Varianten ich hiermit bilden kann. Wie viele Zahlen würde ich gar nicht dazu sagen, also wie viele Buchstabenkombinationen. Wenn ich sage, ich habe hier von 0, ich schreibe es mal blau dahinter, von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind 10 Möglichkeiten pro Rad. Deswegen 10 hoch, jetzt kommen die Stellen 3. Also das wären hier 3 Stellen. 3 Stellen, daher kommt die 10 hoch 3. Und die 10 mache ich mal blau. Hier müsste es klar sein, 10 hoch 4, ne? Hochgezählt, 10 hoch und 4 Stellen, 10 hoch 4. Und jetzt müsste eigentlich auch klar sein, jetzt habe ich hier hoch, das sehe ich schon, das sind dreistellig, hoch 3. Und hier habe ich A, B, C, D, E, F, G, mitgezählt 26, 26 hoch 3. Lasst uns nochmal drüber diskutieren, ich mache mal Pause. Gut, also wir sind uns eben gerade klar geworden, ein Passwort aus drei Stellen sind schon 26 hoch 3 Möglichkeiten. Kommt eine vierte Stelle dazu, heißt es hoch 4. Das heißt, der Exponent hier, der ist ausschlaggebend, der macht mir die Sache spannend. Und jetzt kann man am Computer auch Folgendes überlegen, wenn ich 26 Großbuchstaben habe, also 26 Großbuchstaben, ich mache es mal so, plus 26 Kleinbuchstaben, plus 10 Ziffern und dann lass nochmal, und wenn es nur 10 Sonderzeichen sind, also Komma, Strich und so ein Kram, 10 mal Komma mache ich mal, dann kann man sich leicht 72 hoch und dann geht's los. Was für wahnsinnige, schwierige Passwörter und für explodierende Zahlen dabei rauskommen, kann man sich jeder vorstellen. Jetzt machen wir aber ein Gleichnis, so wie wir hier gesagt haben, dass Permutare, vertauschen, sehr umständlich, dem Ziehen gleichkommt, dem Ziehen von, also den Möglichkeiten beim Herausziehen, ohne zurücklegen. Kommen wir jetzt auch auf ein Gleichnis hier bei der Variation. Und zwar, jetzt stellen wir uns mal was ganz Dummes vor. Und zwar, ich nehme wieder eine Blackbox. Und tue 10 Kugeln rein. Und zwar von 0 bis 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die kullern hier alle bunt gemischelt rum.
Hier oben habe ich wieder einen Eingriff. Blackbox, ich sehe nicht, was drin ist. Was ist denn, wenn ich einmal ziehe? Ich kann also von 0 bis 9 was rausziehen. Ich ziehe einmal, fangen wir wieder mit. Na jetzt, nee, jetzt lasse ich es mal farbig. Das erste Mal, ich ziehe, wie viele Möglichkeiten habe ich? Also zehn verschiedene Ziffern. Jetzt habe ich mich verquatscht. Hätte ich beim ersten Mal, 10 Möglichkeiten. Wenn ich die Anzahl der Möglichkeiten aber behalten möchte, muss ich die Kugel wieder reinschmeißen. Jetzt kommt das zweite Mal, das mache ich mal in dunkelgrün. Zweites Mal. Weil ja die Kugel wieder rein ist vom ersten Mal, ich habe mir eine Zahl aufgeschrieben, habe ich wieder wie viele Möglichkeiten? 10, genau. 10 Möglichkeiten. Okay, zurück damit. Also, zweites Mal und wieder rein. Jetzt kommt das dritte Mal. Drittes Mal. Wir wissen schon, wieder 10 Möglichkeiten. Und jetzt kann ich aufhören, wenn ich sage, ich möchte ja bloß 10 und 10 und 10, 10 mal 10 mal 10 Varianten herausfinden. Jetzt muss ich sie nicht zurückschmeißen. Will ich das vierte Mal machen, müsste ich sie wieder zurückwerfen. Das entspricht hier in diesem Fall wieder 10 hoch 3. Anders gesagt, 10 verschiedene Kugeln ergibt mir die Basis 10. Und so oft wie ich rausziehe, hier, hier und hier, ergibt die Hochzahl. Das Ganze kann ich mit 4 Stellen machen. Dann muss ich eben beim dritten Mal wieder zurücklegen und 4 mal ziehen. Das Ganze kann ich auch, aber wie viele Kugeln brauchte ich in diesem Fall, wenn ich sage, ich will hier mit Großbuchstabenkugeln hantieren? Wie viele Kugeln brauche ich hier und wie müssten sie beschriftet sein? Das müssen wir uns vorher noch schnell überlegen, damit wir der ganzen Sache nahe kommen. Richtig, 26. Also hier müssten 26, hier steht A, B, C und so weiter und so fort. 26 Kugeln drin liegen. 26 Kugeln. Und jetzt geht das genauso los. Also 26 Kugeln. Ich sage das erste Mal und wieder zurück. Das zweite Mal. Erste Mal habe ich 26 Möglichkeiten. Zweite Mal, natürlich immer zurücklegen. 26 Möglichkeiten. Und das dritte Mal auch. Das, wir haben also hier praktisch eine andere Variante gefunden, um das auszurechnen. Das müssen wir uns merken, 26 Möglichkeiten, auch bei 3 Mal. Auch hier wäre es 26 hoch 3. Also, hier, das sind die Anzahlen, die sich im Exponenten ausdrücken. Und die 26 Kugeln, das ist meine Basis. Diskutieren wir nochmal ganz kurz drüber, welche Gleichnisse hier sind. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wenn ich hier vertauschen anfangen wollte, mit 3 Kugeln mag es gehen, kann ich das dem Ziehen gleichsetzen. Hier rechnet sich es leichter aus. Das war die Permutation. Mache ich es mit der Variation? Ist es schwerer einzusehen, dass ich 10 mal 10 mal 10 nehmen muss, glaube ich, oder ist es leichter einzusehen, müsst ihr entscheiden, wie gehe ich hier ran? Ich glaube, hier 1000 Ziffern zu bilden oder 10.000 oder was auch immer, scheint mir ein bisschen leichter. Bis jetzt war es immer so, dass die Schüler die linke Variante in diesem Fall leichter als die rechte fanden. Wobei sie bei der Permutation immer gesagt haben, das Ziehen und daraus die Möglichkeiten zu errechnen, ist in diesem Fall leichter. Also das ist jetzt eure Sache. Aber hier ist das Gleichnis zur Permutation. So, jetzt haben wir das soweit durchdiskutiert. Fassen wir nochmal zusammen. Eine Variation ist also... Variation ist also ein Ziehen mit Zurücklegen. Mit. Ein Ziehen mit Zurücklegen. Jetzt kommt nochmal eine Kontrollfrage, die haben aber die Schüler ganz schnell beantwortet. Was ist, wenn ich hier nicht zurücklege? Und nur einige herausnehme, ja, dann habe ich es wieder mit einer Permutation zu tun. Ne? Also ich kann auch alle leer ziehen, dann rechne ich eben so viele Buchstaben, wie da sind, 26 mal 25 mal 24 mal 23 und so weiter und so fort. So, das dazu und wir werden dann uns in der nächsten Zeit dazu aufmachen, den Nutzen dieser beiden Varianten anzuwenden und ich kann es schon mal jetzt sagen,
Wir werden uns also hinter dieses Geheimnis wagen und jedes Lotto letzten Endes per Hand ausrechnen. Woher das kommt, wenn ich sage, ich ziehe 6 aus 49, wie man das rechnet. Ich glaube, ihr vermutet es schon, ich ziehe 6 raus aus 49. Ich muss also 49 mal, na und so weiter. Aber das machen wir dann. Ich mache das Video erstmal dicht an dieser Stelle. Also, das war die Variation.